In Saarbrücken trafen ausgetauschte, verwundete Soldaten und Zivilinternierte aus Amerika ein. Die Heimat empfing sie auf das Herzlichste. Zum ersten Mal nach Jahren wieder deutsche Zeitungen und damit ein wirklichkeitsgetreues Bild der Lage. Das Glück über die Heimkehr strahlt auf jedem Gesicht. Sie haben sich auch mit dem Zeichen des Kriegsgefangenen stets nur als deutsche Soldaten gefühlt. Eine zurückgekehrte Mutter mit ihren Kindern. Die Hüte zeigen es, sie kommen aus Mexiko.